Die Litfaßsäule, das Grammophon, das Velocipede. Sie alle werden auf den Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts der breiten Masse präsentiert und ihre Weiterentwicklungen noch heute genutzt. Die Weltausstellungen in London, Paris und Chicago erregen auch das Interesse der Handelskammer. Im Jahr 1893 entsenden 63 Unternehmen aus Nürnberg und Fürth unter der organisatorischen Führung des Nürnberger Gewerbemuseums per Schiff eine Delegation nach Amerika. Ziel ist es jedoch nicht nur, die eigenen Produkte zu präsentieren. Darüber hinaus betreiben die Franken aufmerksames Benchmarking und nehmen wichtige technologische Entwicklungen mit in die Heimat. Davon zeugen Transportscheine und Frachtaufkleber, die noch heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu sehen sind. Weltausstellungen waren für alle beteiligten Firmen immer ein Erfolg. Der Aufwand war zwar groß, aber die Firmen haben sich dem gern unterzogen, denn das war eine große Werbung. Erstaunlich ist bei diesem Reklameblatt der Firma AW Faber, dass sie gar nicht mehr mit Bleistiften wirbt, sondern mit ihren Medaillen, die sie auf den vorangegangenen Ausstellungen erwerben konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Lothar von Faber die Fabrik und hat sie mit diesen Medaillen natürlich wieder an die Weltspitze geführt. Die Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken erkennt früh, welche Bedeutung die internationale Vernetzung für die Zukunftssicherung hat. Heute kümmert sie sich um Präsenz auf der Hightech Fair in China, auf Medizintechnikmessen weltweit und organisiert Unternehmerreisen, zum Beispiel für Automobilzulieferer nach Osteuropa. Und sie holt auch die Welt in unsere Region, indem sie hier das Asien-Pazifik-Forum veranstaltet.